Drei Streicher von den Berliner Philharmonikern waren am Montag zu Besuch im Kindergarten des Scherer Familienzentrums. Im Rahmen der ersten Osterfestspiele gastieren die Musiker aus Berlin in Baden-Baden und haben für die Kleinsten ein musikalisches Bildungsprogramm im Koffer mitgebracht. Das Kofferkonzert war mit kurzen Musikstücken und kurzweiligen Fragerunden auf die Kinder zugeschnitten. Wir legen großen Wert, dass die Kinder einfach mal klassische Musik hören. Und zwar keine Kindermusik, sondern richtige klassische Musik. Und wir wollen bei den Jüngsten anfangen, weil wir denken, man kann nicht früh genug anfangen, dass die Kinder damit in Kontakt kommen. Die 4- bis 6-jährigen Kinder lauschten größtenteils aufmerksam dem Spiel der drei Musiker und den Erklärungen der Musikpädagogin. Das Berliner Education-Programm der Osterfestspiele kommt gut an. Wunderbar und eine famose Idee. Wir sind dankbar, dass die Philharmoniker auch zu unseren Kindern kommen. Und wir wissen ja, wie wichtig die musische Erziehung für Kinder ist, für die Kreativität, aber auch die Konzentrationsfähigkeit. Kinder, die Musik spielen oder sich künstlerisch betätigen, können auch besser lernen. Das Kindergarten-Kofferkonzert hier in Baden-Baden möchte die Kinder für klassische Musik begeistern und grundsätzlich das Interesse am Musizieren wecken. Die Pädagogin der Philharmoniker hat damit Erfahrung. In Berlin mache ich das Gleiche. In Berlin haben wir auch viele Kindergarten. Also ich mache in der Education-Abteilung Kindergartenprojekte. Wir gehen auch in Kitas und besuchen die Kinder mit den Philharmonikern. Die Kinder staunten, als Aline aus der Schweiz erzählte, dass ihre Geige bereits 250 Jahre alt sei. Das Cello von Rachel sogar schon über 300 Jahre. Nicht mehr zu halten waren die quirligen Kinder aber nach der Aufforderung zum Tanzen nach einem kleinen Stück aus Mozarts Zauberflöte. Das kommt gut an bei den Kindern. Viele kennen auch Wolfgang Amadeus Mozart. Außerdem ist es dieses Jahr ja auch der Schwerpunkt bei den Festspielen, die Zauberflöte. Und deswegen haben wir dazu getanzt. Das ist doch schön, dass man eben das auch in Emotionen umsetzen kann und da auch Gefühle bewegt werden. Und es ist eben für eine gesunde Entwicklung eines Kindes ungeheuer wichtig, Gefühle zu zeigen, Emotionen auszuleben. Und dass uns die Philharmoniker dabei auch helfen, gute Pädagogik in Baden-Baden zu machen, das ist grandios. Seit Samstag spielen die Berliner Philharmoniker die ersten Osterfestspiele in Baden-Baden. Das Festspielhaus ist Spielort wie auch viele andere Städten, zum Beispiel das Casino, das Theater oder auch wie jetzt hier der Kindergarten. Die Berliner sind gerne in Baden-Baden. Sehr, ich fühle mich sehr wohl, sehr aufgenommen, man wird überall freundlich begrüßt, auch in jedem Geschäft und überall die Fahnen und Plakate. Herzlich willkommen, die Berliner Philharmoniker. Man fühlt sich einfach sehr willkommen hier. Die Planungen der Osterfestspiele gehen in die nächsten 5 Jahre. Nach dem Erfolg des Kofferkonzerts im Scherer Familienzentrum hat die Musikpädagogin für das kommende Jahr schon einen Wunsch. Natürlich noch mehr Kindergartenprojekte zu machen und die vielleicht wiederzusehen. Dass wir vielleicht gucken, dass wir vielleicht mehr machen, vielleicht sie ins Festspielhaus einladen zu einer Probe.